Ja, ein herzliches Hallo an euch zu Hause. Ich bin die Sabine und heute gibt es eine ganz klassische Yoga-Einheit, wie ja, ganz oft bei mir hier im Yoga-Studio. Wir beginnen immer in Shavasana, schließen ein paar liegende Asanas an, wechseln zum Sitzen für die Wechselatmung und danach gibt es ein paar sanfte Sonnengrüße für den Rücken und wie immer ein paar Asanas im Yoga. Am Ende gibt es eine Abschlussentspannung, um unsere aufgesammelte Energie aus den Asanas im Körper gleichmäßig zu verteilen. Diese sollte am Ende einer Yogastunde eigentlich nie fehlen. Wenn du jetzt Lust bekommen hast, mit mir auf die Matte zu gehen, dann würde ich mich freuen. Roll sie aus und wir sehen uns gleich wieder. Wir beginnen wie immer in Shavasana mit einer kleinen Anfangsentspannung. Finde einen angenehmen, bequemen Platz bei dir zu Hause und richte dich in Shavasana ein. Deine Füße ausgestreckt, Hüft- bis Mattenbreit geöffnet. Oder auch gerne rückenschonend vor deinem Gesäß aufgestellt. Wenn du die Füße vor deinem Gesäß aufgestellt hast, bring die Füße ein wenig weiter auseinander, lass die Knie ganz entspannt in der Mitte zusammensinken. Deine Arme seitlich vom Körper abgespreizt, die Handflächen nach oben gedreht, die Finger ganz locker eingerollt. Dein Nacken ist lang, dein Kinn zieht sanft Richtung Brustbein. Deine Stirn, die Augen, die Augenlider, der ganze Kieferbereich ist entspannt. Lass mit jeder Ausatmung nochmal ganz bewusst alle Gesichtsmuskeln weich werden. Lass deine Schultern tief zur Erde sinken. Nimm hier nochmal deinen ganzen Körper wahr. Schau, ob du noch was verändern möchtest. An deiner Lage. Und jetzt versuche ganz bewegungslos zu verweilen. Geh mit deiner ganzen Aufmerksamkeit zu deinem Atmen. Spür den feinen Luftzug, wenn du einatmest an deinen Nasenflügeln. Vielleicht kannst du Kühle wahrnehmen. Und spür mit jeder Ausatmung die leicht erwärmte Luft an deinen Nasenflügeln. Beobachte den Atemvorgang ganz ohne in ihn eingreifen zu wollen. Nimm wahr, wie der Atem weiter nach unten fließt. Rachen in die Luftröhre bis in deine Lungen hinein. Wie mit jeder Einatmung sich die Bauchdecke sanft nach oben wölbt und mit jeder Ausatmung wieder nach innen einsinkt. Spür mit jedem Einatmung die Weite, die Ausdehnung. Und mit jeder Ausatmung die Entspannung im ganzen Körper.
Einatmen, nimm die Weite, die Ausdehnung wahr. Und ausatmen, die Entspannung. Nun vertiefe deinen Atem für ein paar Atemzüge. Atme mit der vollständigen Yoga-Atmung. Fülle deinen Bauchraum. Atme weiter in den Brustbereich hinein. Bis in die Lungenspitzen nach oben. Nimm wahr, wie deine Schlüsselbeine sich sanft nach oben anheben. Und ausatmen, nimm wahr, wie Schlüsselbeine, Brustbein, die Bauchdecke sich wieder nach innen zieht, dein Zwerchfell wieder zurückschwingt nach oben, zwischen deine Rippenbögen. Einatmen, wieder die Weite spüren. Dein Zwerchfell schiebt sich nach unten in den Bauchraum. Der Bauchraum geht nach außen. Atme weiter in deinen Brustkorb hinein, bis nach oben in die Lungenspitzen. Und ausatmen, tief und vollständig. Wenn du ausatmest, zieh deine Nabel nach innen und nach oben, leere deine Lungen. So viel wie möglich altes, verbrauchtes abgeben. Umso mehr hat mit der nächsten Einatmung wieder Platz für Neues. Ganz weit werden. Und fahr sofort im eigenen Atemfluss. Denk daran, mit jeder Ausatmung den Nabel nach innen und oben zu ziehen. Die Lungen komplett einmal leer machen. Und einatmen wieder ganz weit. Neues aufnehmen. Wenn du die nächste Runde beendet hast, dann lass dein Atem wieder ganz von alleine kommen und gehen. Und nimm wahr, was sich vielleicht verändert hat. Vielleicht fließt dein Atem schon etwas ruhiger. Vielleicht sind auch deine Gedanken etwas ruhiger geworden. Beginne deinen Körper wieder sanft aufzuwecken. Beweg deine Zehen, deine Finger. Mach ein paar Fäuste, spreiz die Finger weit, krall die Zehen ein, spreiz sie weit auseinander. Und dann lass die Bewegung größer werden. Nimm Fußgelenke, Handgelenke mit dazu. Recke, strecke, gähne, seufze, was auch immer dir gut tut. Werde wieder ein wenig wach. Bring einatmend gern nochmal die Arme weit nach oben über deinen Kopf. Streck mal alle Viere von dir weg. Wie ein großer Seestern, die Arme in einem großen V ausgebreitet, die Beine leicht geöffnet. Und so dehn dich in der Diagonalen ein paar Mal. Schieb die linke Ferse nach unten außen weg, den rechten Arm nach oben außen. Löse immer mit der Ausatmung ein, schieb die rechte Ferse nach außen, unten weg, den linken Arm nach oben, außen, mach dich ganz lang und aus, wieder lösen, mach noch zweimal zu jeder Seite.
deine zwei Runden beendet hast, komm wieder zur Mitte zurück, bleib noch liegen. Wir machen noch zwei Übungen im Liegen. Stell dazu beide Füße vor deinem Gesäß auf. Mit der nächsten Einatmung hol dein rechtes Knie zum Körper ran, umfass es mit beiden Händen, zieh es zu dir hin. Mit der Einatmung streck das rechte Bein weit nach oben aus, flex die Zehen zum Körper ran, mach die Arme weit zur Seite. Ausatmen, zieh dein rechtes Knie wieder zum Körper hin, dreh den Kopf nach links. Ein, den Kopf wieder zur Mitte zurück, rechtes Bein nach oben ausstrecken, Zehen ranflexen, Arme weit zur Seite ausbreiten. Und aus, hol dein rechtes Knie wieder ran, dreh den Kopf zur linken Seite. Fahre fort für drei Runden. Wenn du die dritte Runde oder vielleicht auch sogar die vierte Runde beendet hast, bringe wieder beide Füße vor deinem Gesäß zum Stehen. Spüre einen Atemzug nach. Wechsel dann zur anderen Seite. Einatmend. Hol dein linkes Knie ran, umfass es mit deinen Händen. Aus, zieh es zum Körper hin. Ein, streck dein linkes Bein nach oben aus, flex die Zehen zum Knie heran, breite die Arme zur Seite hinaus. Ausatmend, beug dein Knie wieder, hol es nah zum Körper ran. Dreh den Kopf dabei zur rechten Seite. Ein, wieder in die Streckung, öffne deine Arme nach außen. Aus, linkes Knie ranholen, dreh den Kopf zur rechten Seite. Ein, Öffnung. Aus, Knie ranholen, Kopf zur Seite drehen. Fahre fort für drei weitere Runden. Synchronisiere die Bewegung mit deinem Atem. Wenn du deine drei Runden beendet hast, bringe beide Füße wieder vor dein Gesäß. Spüre einen Atemzug nach. Hol jetzt ein Knie nach dem anderen nochmal zum Körper hin. Unterschenkel parallel zum Boden. Bilde einen rechten Winkel mit deinen Beinen. Bring die Arme an deinen der Kopf, verschränkt die Finger ineinander. Und nun beginne kleine Kreise zu malen mit deinen Beinen. Wechsel alle drei Runden in etwa die Richtung. Sanfte Massage für deinen Rücken. Lass die Kreise langsam größer werden. Spür die Aktivität in deinen Bauchmuskeln. Dein Gesicht bleibt entspannt.
Denk daran, deine Richtung zu wechseln. Und nun komm langsam wieder ganz in deiner Mitte an. Hol dann nochmal beide Knie zum Körper ran. Atme aus, leere deine Lungen. Einatmen, schieb die Knie nochmal weit weg vom Körper. Aus, hol sie nah heran. Mach das ein paar Mal in deinem Atemfluss. Schenk deinem unteren Rücken Dehnung, deinen Organen eine kleine Massage. Wenn du das nächste Mal die Knie nah am Körper hast, nimm noch drei ganz tiefe, bewusste Atemzüge in deinen Bauchraum hinein. Und nun löse wieder. Schaukel dich ganz sanft nach rechts, nach links oder nach vorne, nach hinten, was für deinen Rücken angenehmer ist, und komm über die Seite oder über die Rückenschaukel nach oben zum Sitzen auf deiner Matte. Nimm dir eine gefaltete Decke oder ein Kissen zum Sitzen, sodass dein Becken sich leichter aufrichten kann. Auf deinem Kissen angekommen, rutsch wirklich fast ganz wieder von deiner Unterlage herunter, sodass sich dein Becken nach hinten senken kann, sich deine Wirbelsäule wie ganz von alleine aufrichtet. Zieh deine Schulter nochmal nach oben zu den Ohren und roll sie mit der Ausatmung ganz weit nach hinten unten ab. Dort lass sie liegen. Dein Nacken lang, Kinn ganz leicht Richtung Brustbein geneigt. Stell dir vor, in deinem Hinterkopf ist ein Faden, der dich nach oben in die Aufrichtung bringt. Deine Stirn, der ganze Kieferbereich entspannt. Die Hände ganz locker auf deinen Oberschenkeln oder im Schoß abgelegt. Komme hier wieder ganz bei dir an. Die Augen gerne sanft geschlossen. Nimm hier wieder deinen Atem wahr. Spür das leichte Heben und Senken deiner Bauchdecke. Wir beginnen mit ein paar Runden Wechselatmung in einem ganz sanften Rhythmus. Ich sage den Rhythmus 4 einatmen, 8 ausatmen an, ohne anhalten. Wenn der Rhythmus für dich nicht passt, atme in deinem eigenen Atemrhythmus. Bring hierfür die linke Hand ins Chin Mudra, Daumen, Zeigefinger berühren sich, und die rechte Hand ins Vishnu Mudra. Zeige, Mittelfinger angewinkelt, auf dem Daumenballen abgelegt, die restlichen Finger ganz locker gestreckt. Und hier atme nochmal durch beide Nasenlöcher vollständig ein. Durch beide Nasenlöcher nochmal vollständig aus. Nun verschließe mit dem Daumen das rechte Nasenloch, atme über links auf 4 Sekunden zügig und leise ein. Wechsel, schließe links, öffne rechts, atme rechts langsam und gleichmäßig auf 8 Sekunden aus. Rechts wieder einatmen, weit werden, um 2, um 3, um 4. Wechsel links aus, um 2, um 3, um 4, um 5,
um 6, um 7, um 8, links ein, um 2, um 3, um 4, wechsel rechts aus, um 2, um 3, um 4, um 5, um 6, um 7, um 8, rechts ein, um 2, um 3, um 4, wechsel links aus, um 2, um 3, um 4, um 5, um 6, um 7, um 8, links wieder ein, um 2, um 3, um 4, wechsel rechts aus, um 2, um 3, um 4, um 5, um 6, um 7, um 8, rechts ein, um 2, um 3, um 4, wechsel links aus, um 2, um 3, um 4, um 5, um 6, um 7, um 8, links wieder ein und so fahre fort im eigenen Atemfluss. Das nächste Mal über links ausgeatmet hast, dann beende die Wechselatmung. Spür hier ein paar Atemzüge nach. Nun öffne langsam deine Augen und wechsel zum Stehen auf deiner Matte. Im Stand angekommen, komm in die Berghaltung Tadasana. Deine Füße hüftbreit, geöffnet oder auch zusammenschau, was für dich angenehmer ist. Deine Fußsohlen gut geerdet. Bring hier die Großzehballen in festem Kontakt mit deiner Matte, die Außenseiten deiner Fersen. Spann so dein Fußgewölbe auf. Zieh deine Oberschenkelrückseiten zueinander. Nimm wahr, wie sich dein Steißbein nach unten ausrichtet, zum Boden hin. Dein Schambein sich leicht nach oben zum Nabel hinzieht. Wander mit deiner Aufmerksamkeit deine Wirbelsäule weiter nach oben. Dein Brustbein zieht Richtung Mundboden. Deine Schultern ganz sanft nach hinten unten geneigt. Die Arme locker neben deinen Körper. Zieh dein Kinn ganz sanft Richtung Brustbein. Schieb den Hinterkopf weit nach oben. Hier komm in der aufrechten Haltung an. Stell dir mit jeder Einatmung vor, wie du über deine Fußsohlenenergie vom Boden mit nach oben nimmst, zu deiner Körpermitte. Und ausatmend schick sie die Wirbelsäulen nach oben, bis zur Schädeldecke und zum Raum darüber. Einatmet von den Fußsohlen, Energie mit zur Körpermitte nach oben ziehen. Ausatmend, lass sie weiter, die Wirbelsäule entlang nach oben wandern, richte dich auf. Mach das ein paar Mal im eigenen Atemfluss.
Noch eine Runde, dann beende den Atemfluss wieder. Lass ihn ganz von alleine kommen und gehen. Für eine Nackendehnung, lass deinen Kopf ganz sanft nach rechts sinken. Winkel den linken Ellenbogen an. Zieh dein Kinn aktiv nach hinten Richtung Brustbein. Der linke Ellenbogen zieht nach unten zum Boden hin. Spür die Dehnung. Noch hier spiel gern ein wenig mit der Richtung. Neig den Kopf mal ein wenig nach vorne, nach hinten. Einfach probieren, wo ist die Dehnung am schönsten? Wo benötige ich sie am meisten? Wahrscheinlich überall. Schick den Atem ganz zielgerichtet in die gedehnte Partie hinein. Nun bring die rechte Hand an die rechte Schläfe und ganz passiv drück deinen Kopf wieder nach oben. Wechsel die Seiten, lass den Kopf nach links sinken, winkel den rechten Ellenbogen an, zieh dein Kinn aktiv Richtung Brustbein zurück, der rechte Ellenbogen will nach unten. Lass den Atem in die rechte Nackenpartie hinfließen. Und auch hier geh gern wieder spielerisch mit um. Probier einfach mal aus. Linke Hand jetzt an die linke Schläfe und auch hier ganz passiv drück den Kopf wieder nach oben zur Mitte zurück. Löse auf. Bring beide Hände jetzt an deinen Hinterkopf, verschränk die Finger ineinander. Drück deinen Hinterkopf einmal ganz sanft in deine Hände halten dagegen. Mach die Halswirbelsäule nochmal ganz lang. Zieh die Ellenbogen nach hinten, öffne dich im Brustraum, zieh deine Schulterblätter Richtung Wirbelsäule zusammen. Werd hier mal ganz weit. Spür die Anspannung im oberen Rücken, im Nacken. Und mit deiner nächsten Ausatmung lass den Kopf nach vorne sinken. Nimm die Ellenbogen mit, zieh die Ellenbogen nach vorne zusammen. Spür die Dehnung in der Nackenpartie. Einatmen, öffne dich wieder. Ellenbogen gehen nach hinten. Kopf drückt sanft in deine Handflächen. Die Schulterblätter ziehen aktiv zur Wirbelsäule hin. Und ausatmen, werd wieder rund. Fahre fort im eigenen Atemrhythmus. Atme gern hier über den Mund aus. Lass alle Spannung, alles Alte los. Wenn du das nächste Mal in der Vorbeuge bist mit deinem Kopf, bleib hier für ein paar Atemzüge. Zieh nicht deinem Kopf. Lass nur das Gewicht deiner Arme wirken. Lass den Kopf ganz sanft in deinen Händen mal nach rechts, nach links rollen. Und von hier aus lass dich weiter in eine sanfte Vorbeuge rollen. So weit nach unten, wie es für dich angenehm ist, beug gern deine Knie ganz weit an für die erste Vorbeuge, sodass dein Bauchraum auf deinen Oberschenkeln abliegt. Wenn du möchtest, lass dich gern ein paar Atemzüge hier ganz sanft aushängen.
Gern mal ein bisschen nach oben, nach unten wippen, nach rechts, nach links schaukeln. Die Hände entweder hängen lassen oder auch gern ein Fenster gebildet, mit den Händen die Ellenbogen umfassen. Und ganz langsam mit der nächsten Einatmung drück beide Fußsohlen aktiv in die Matte, roll langsam Wirbel für Wirbel auf. Lass den Kopf hängen, bis du oben bist. Erst wenn du oben bist, dann roll den Kopf wieder auf. Komm hier an, nimm einen Atemzug. Lass den Kreislauf sich wieder normalisieren. Wir gehen über in den atmenden Brunnen mit einer Seitbeuge. Die Füße weiter, hüftbreit. Die Wirbelsäule aufgerichtet. Die Arme neben deinem Körper. Mit der nächsten Einatmung bring beide Arme über die Seite nach oben. Verschränk die Finger ineinander. Dreh die Handflächen nach oben. Öffne dich. Deine kleinen Finger, die wollen weit nach hinten ziehen. Aus. Komm in die Seitbeuge nach links. Ein. Wieder zur Mitte. Aus. Seitbeuge nach rechts. Ein. Zur Mitte. Aus, die Arme im großen Kreis, hinter deinem Gesäß, verschränk die Finger ineinander. Ein, öffne dich im Brustbereich, zieh die Schulterblätter aktiv zur Wirbelsäule hin. Und aus, roll Wirbel für Wirbel in die Vorbeuge. Ein, zieh die Arme weit über den Kopf, falte das Unangenehme in der Schulter, lass die Arme einfach nach unten sinken. Ein Fußsohlen in die Matte drücken, Wirbel für Wirbel wieder nach oben aufrollen. Aus, lass die Schultern tief nach unten sinken. Nächste Runde, einatmen, die Arme über die Seite nach oben, Finger ineinander verschränken. Aus, Seitbeuge nach links. Ein zur Mitte. Aus, Seitbeuge nach rechts. Ein, zur Mitte, aus, Arme senken, hinter deinem Gesäß verschränken, öffne dich weit im Brustraum. Und mit der nächsten Ausatmung roll Wirbel für Wirbel nach unten in die Vorbeuge. Ein, zieh die Arme weit über deinen Kopf. Aus, lass sie nach unten sinken, die Hände. Ein, Wirbel für Wirbel wieder aufrollen. Aus, die Schultern tief sinken lassen. Fahre fort für zwei weitere Runden im eigenen Atemfluss. Wenn du deine zwei Runden beendet hast, spür einen Moment wieder nach in Tadasana. Die Augen gern geschlossen. Die Schultern ganz entspannt nach unten sinken. Wir fahren fort mit einem sanften Sonnengruß.
für den Rücken. Komm an den vorderen Rand deiner Matte. Füße hüftbreit oder geschlossen. Richte deine Wirbelsäule wieder auf, dass die Schädeldecke nach oben streben. Dein Atem fließt ruhig und gleichmäßig. Mit der nächsten Einatmung bring die Arme über die Seite, Hände vor deinem Herzen zusammen, Unterarme parallel. Hier verweile einen Moment, drück deine Handflächen einmal fest aneinander, zieh deine Schulterblätter nochmal aktiv zur Wirbelsäule hin. Mit deiner nächsten Einatmung öffne dich nach oben, sanfte Rückbeuge, Gesäß leicht angespannt, Beckenboden mit angespannt. Ausatmen, bring die Hände auf die Knie oder nach unten neben deine Füße. Ein, bring das rechte Bein weit nach hinten in den Sprinter. Aus, komm in den Vierfüßler, runde deinen Rücken. Ein, öffne dich, Kopf, Brustbein heben, Oberarme nach außen rotiert, der untere Rücken lang. Aus, zieh dich nach hinten in das lange Kind, Gesäß will Richtung Fersen, die Hände weit nach vorne ausgestreckt. Ein, roll dich wieder Wirbel für Wirbel nach oben auf, bring den rechten Fuß gerne über die Seite mit Hilfe einer Hand über die Seite nach vorne zwischen deine Hände. Aus, links dazu. Ein, roll dich langsam Wirbel für Wirbel auf. Bring die Arme nochmal über die Seite nach oben. Aus, zieh die Hände vor dein Herzen nach unten. Nächste Runde, einatmen, ausatmen, Hände vor dem Herzraum. Einatmen, öffnen, leichte Rückbeuge. Aus, Hände auf die Knie oder neben deine Füße. Ein, linkes Bein tritt nach hinten, Sprinter. Aus, rechts dazu, Vierfüßler rund werden. Ein, öffnen in die Kuh. Aus, zieh dein Gesäß nach hinten in das lange Kind. Ein, links nach vorne holen. Aus, rechts dazu. Ein, Arm hoch und zurück, leichte Rückbeuge. Aus, Arme sinken lassen. Nächste Runde, einatmen, ausatmen, Hände vom Herzen. Einatmen, öffnen, leichte Rückbeuge. Aus, Vorbeuge, Hände auf die Knie oder neben die Füße. Ein, rechts, tritt nach hinten in den Sprinter, Blick anheben. Aus, Vierfüßler, runde deinen Rücken. Ein, komm in die Öffnung, zieh deine Schulterblätter fest aktiv nach hinten, öffne dich. Aus, zieh dich in das lange Kind. Ein, rechtes Bein wieder nach vorne holen, zwischen deine Hände. Aus, links dazu. Ein, Arm hoch und zurück. Aus, Arme sinken. Einatmen, ausatmen, Hände vor dem Herzen. Einatmen, öffnen, leichte Rückbeuge. Aus, in die Vorbeuge, Hände auf die Knie oder neben deine Füße. Ein, links, tritt weit nach hinten in den Sprinter. Aus, rechts, dazu in den Vierfüßler, rund werden Katzenbuckel. Einatmen, Brustbein, Kopf anheben, Schulterblätter nach hinten ziehen. Aus, in das lange Kind. Ein, linkes Bein wieder nach vorne, zwischen die Hände holen. Aus, rechts dazu. Ein, Arm hoch und zurück. Aus, Arme senken. Wir gehen noch bis in den Sprinter, dort verweilen wir. Einatmen, ausatmen, Hände vom Herzen. Einatmen, öffne dich. Aus, in die Vorbeuge.
Ein rechtes Bein tritt nach hinten in den Sprinter, hier bleiben. Bring deine Hände auf beide, auf linkes Knie. Dein linkes Knie über deinem linken Knöchel. Lass von hier aus deine rechte Hüfte tief nach unten sinken. Zieh dein Steißbein aktiv nach unten zum Boden hin, dein Schambein Richtung Nabel. Wenn du hier verweilen möchtest, bleib gern hier. Wenn du weiter möchtest, bring die Arme in eine U-Position. Zieh deine Schulterblätter nochmal aktiv nach hinten zusammen und hier bleibe. Mit jeder Einatmung schaff Raum im Brustraum. Zieh deine Schulterblätter aktiv nach hinten Richtung Wirbelsäule. Mit jeder Ausatmung lass dich von der rechten Hüfte tief sinken. Beende langsam wieder. Bring deine Hände neben deinen linken Fuß und hol dein linkes Bein nach hinten in den Vierfüßler. Zieh dich einmal nach hinten in das lange Kind. Bleib hier 3 tiefe Atemzüge. Die Hände wollen weit nach vorne. Der nächsten Einatmung roll dich wieder nach oben in den Vierfüßler, bring deinen rechten Fuß nach vorne zwischen deine Hände. Hier find eine angenehme Position. Hände entweder auf deinem rechten Knie, rechtes Knie oberhalb von deinem Knöchel. Richte dich auf, zieh dein Steißbein aktiv nach unten, dein Schambein Richtung Nabel. Lass dich von der linken Hüfte her tief zum Boden sinken. Wenn du weitergehen möchtest, bring die Arme wieder in U-Position. Zieh ein, atme die Schulterblätter nach hinten, öffne dich im Brustraum, werd weit. Und ausatmen, von der linken Hüfte lass dich tief sinken. Spür die schöne, angenehme Dehnung in deinem linken Hüftbeuger. Ein Atemzug noch hier und ausatmen, beende langsam wieder, bring deine Hände neben deinen Fuß, bring den rechten Fuß nach hinten in den Vierfüßlerstand und von hier komm noch einmal in das lange Kind. Bleib mit dem Gesäß dieses Mal ein wenig weiter von den Fersen weg. Bring deine Hände weit nach vorne und lass dich vom Brustbein her tief nach unten sinken. Lass den Atem ganz tief werden. Zieh deine Sitzbeinhöcke nach hinten weg. Deine Hände fest mit der Erde verbunden. Drück deine Fingerkuppen fest in die Matte. Nächsten Einatmen, komm langsam wieder nach oben in den Vierfüßler. Für einen ersten Herabschauen und spreize deine Finger weit auseinander. Mittelfinger zeigt nach vorne, die Daumen zueinander. Stell deine Zehen auf und drück dich mit der Ausatmung nach oben. Deine Sitzbeinhöcker wollen zur Decke. Lass die Knie weit angewinkelt. Schieb dein Brustbein zu deinen angewinkelten Knie, mach die ganze Wirbelsäule lang. Daumen, Zeigefinger, Kleinfingerballen schiebt in die Matte. Die Oberarme rotieren nach außen auf, die Schulterblätter ziehen hinten zueinander. Dein Kopf ganz locker zwischen deinen Armen.
Hier in den Walking Dog im Wechsel. Schieb deine Fersen nach unten zur Matte hin. Beug abwechselnd dein Knie weit an. Gerne nimm dein Becken mit dazu. Nimm ein wenig deine Schultern mit dazu. Räkel und streck dich in dem Hund. Soll ein Wohlfühlhund werden. Werde nochmal ganz still, ganz bewegungslos für ein paar Atemzüge. Lass die Wirbelsäule nochmal lang werden. Lass den Atem tief fließen. Mit der nächsten Einatmung komm langsam wieder zurück in den Vierfüßler. Aus, zieh dein Gesäß nochmal nach hinten in die Stellung des Kindes. Entweder ganz klassisch mit den Händen nach hinten abgelegt, Handflächen nach oben, Stirn abgelegt. Oder du möchtest mit den Händen einen Fäusteturm bilden, die Stirn auf deinen Händen ablegen. Schau, was für dich passt. Und lass hier wieder ganz los. Entspann ein paar Atemzüge. Schulter-, Nackenbereich gelöst. Kieferbereich entspannt. Stell dich langsam wieder auf Bewegung ein. Roll mit der nächsten Einatmung Wirbel für Wirbel wieder nach oben in den Vierfüßlerstand und wechsel zum Sitzen auf deiner Matte. Im Sitzen angekommen für den Schmetterling. Gerne kannst du dich auf eine gefaltete Decke oder ein kleines Kissen setzen, wenn dir das angenehmer ist vom Becken zur Aufrichtung. Bring deine Fußsohlen hier aneinander. Lass deine Knie nach außen sinken. Deine Hände gern auf deinen Füßen abgelegt. Mit dem Daumen kannst du dir eine kleine Fußmassage geben. Deinem Unterseite vom Fuß, wo deine Fußballen aufhören, so eine kleine Falte, da mittig seinen Punkt, Niere 1, gibt dir Energie. Diesen kannst du hier leicht massieren. Schließ hier gern die Augen, richte dich in der ganzen Wirbelsäule auf. Dein Brustbein schiebt nach vorne oben, deine Schultern sanft nach hinten gezogen. Hier, komm an, lass den Atem tief werden. Wenn du möchtest, kannst du gerne in die Vorbeuge fließen, indem du deinen Kopf, deine Schultern nach vorne sinken lässt, so weit wie es dir gut tut. Spür die Dehnung in deinem Rücken bis nach oben zu deinem Hinterkopf. Sanfte Öffnung in deinen Hüften, Oberschenkel, Innenseiten. Gerne kannst du deine Hände auch mal lösen, sie nach vorne ausstrecken. Den Atem ganz zielgerichtet mal in den unteren Rücken hinein,
werde hier ganz weit. Spür die Bewegung in deinem Brustkorb, die dein tiefer Atem verursacht. Wo dehnt sich was aus? Was zieht sich mit der Ausatmung wieder zusammen? Roll dich langsam mit der nächsten Einatmung wieder nach oben, ganz langsam richte dich im Rücken auf und dann kommt der Kopf erst. Komm hier erstmal wieder im aufrechten Sitz an, zieh deine Schultern ein wenig nach hinten. Und für eine Gegenstellung, Tisch oder schiefe Ebene, bring deine Hände hinter dein Gesäß, entweder die Füße vor deinem Gesäß aufgestellt oder ausgestreckt. Egal wie, bring mit der nächsten Einatmung dein Gesäß nach oben. Hol die Kraft aus deinem Atem. Halte so lange, wie es für dich passt. Nach den Feiertagen. Wenn du noch oben bist mit der nächsten Ausatmung, lass dein Gesäß langsam nach unten sinken. Und wechsel in die Bauchlage auf deiner Matte. In der Bauchlage angekommen, bring deine Hände gleich neben deine Schultern für eine Cobra-Variante. Ellenbogen nah am Körper. Stirn abgelegt, die Fußrücken aufgelegt. Einatmen, mach den unteren Rücken lang, zieh deine Sitzbeinhöcker zu den Fersen hin, drück dein Schambein in die Matte und mit der nächsten Einatmung heb Kopf, Oberkörper an, blicke nach rechts über deine Schulter. Ausatmen, langsam kontrolliert, leg den Kopf auf der rechten Wange ab, blick nach links. Einatmen, komm wieder nach oben in die Kobra, blick über die rechte Schulter. Wenn der Ausatmen kommt, senke langsam den Kopf nach unten, wende den Blick nach links, leg die rechte Wange ab. Hier warte, bis der Einatmen kommt, dann folgt die Bewegung. Komm nach oben in die Kobra, blick über die rechte Schulter. Ausatmen, wieder ablegen und so fahr fort im Atemfluss für 3 weitere Runden. Wenn du deine 3 Runden hast, dann wechsel die Richtung. Komm mit der nächsten Einatmung nach oben, blick über die linke Schulter und ausatmen, Kopf langsam kontrolliert ablegen, die linke Wange ablegen, Blick geht nach rechts. Ein, wieder in die Kobra, Blick über links. Aus, nach unten kommen, Blick geht nach rechts. Im eigenen Atemrhythmus fahre fort mit 3 weitere Runden.
wenn du auch hier deine drei Runden hast. Komm in die Bauchentspannungslage zurück, bilde mit deinen Händen ein Kissen, leg die Stirn drauf ab und entspann für ein paar Atemzüge. Lass den Atem tief werden, drück deine Bauchdecke an den Boden ran, gib auch hier deinen Organen nochmal eine kleine sanfte Massage. Schenk dir Dehnung im unteren Rücken durch den tiefen Atem. Wir gehen noch einmal in die ganz klassische Kobra, bringen die Hände hierfür wieder neben deine Schultern. Fingerspitzen schließen ungefähr mit deinen Schultern ab, Ellenbogen nah am Körper. Mach den unteren Rücken lang, zieh deine Sitzbeinhöcker zu den Fersen, dein Schambein zieht in die Matte und dann roll dich Wirbel für Wirbel nach oben, heb Kopf, Brust, Bein an. Lass den Nacken lang, Blick eher nach unten ausgerichtet. Zieh die Schulterblätter nochmal aktiv zusammen und nach unten deine Schultern zu den Fersen hin. Stell dir vor, du möchtest deine Matte unter dir herausziehen. Drück die Finger nochmal fest in die Matte und schieb deine Matte nach hinten weg. Sie bleibt na klar kleben. Und dann löst deine Hände von der Matte. Hol die Kraft aus deinem Atem. Lächel, zieh die Mundwinkel nach oben. Spür die Kraft im oberen Rücken. Und nun mit der nächsten Ausatmung roll dich wieder nach unten. Bilde mit den Händen wieder ein Kissen und entspann für einen Moment in der Bauchlage. Stell dich wieder auf Bewegung ein für eine Heuschreckenvariante. Bring die Hände nach hinten, Handflächen, Handrücken zum Boden oder auch die Hände unter deinen Unterkörper positioniert. Entweder Fäuste oder geöffnet. Schau, was für dich angenehmer ist. Die Stirn abgelegt auf deiner Matte oder auch dein Kinn abgelegt auf deiner Matte. Schau auch hier, was für dich passt. Nimm hier nochmal einen tiefen Atemzug. Atme nochmal vollständig aus. Und mit der nächsten Einatmung heb das rechte Bein nach oben. Drück den linken Oberschenkel sanft in die Matte. Muss gar nicht so hoch sein. Schau, dass die Hüfte gerade ausgerichtet bleibt. Und halte hier. Den Atem tief fließen. Ausatmen, senk das rechte Bein wieder ab. Entspann. Und mit dem nächsten Einatmen wechsel, heb dein linkes Bein leicht an, drück den rechten Oberschenkel in die Matte und auch hier halte. Ausatmen, langsam wieder lösen. Wenn du jetzt noch möchtest, nimm nochmal einen tiefen Atemzug und heb beide Beine nach oben. Wenn das für deinen unteren Rücken nichts ist, üb nochmal im Wechsel rechte, linke Seite.
Mit der nächsten Ausatmung löse wieder. Bring deine Hände unter deinem Körper wieder hervor. Stell deine Hände neben deine Schultern auf und drück dich nach oben in den Vierfüßler. Hier lass die Katze einmal tanzen, beweg die Wirbelsäule in alle Richtungen, mach was dir gut tut, male gerne mit deinem Becken liegende Achten, mit deinen Schultern liegende Achten, nimm auch gerne deinen Kopf mit dazu, regel und streck dich. Langsam wieder zur Ruhe für die Taube. Bring dein rechtes Knie nach vorne zwischen deine Hände. Positioniere deinen Unterschenkel so, dass es für dein Knie angenehm ist. Gerne kannst du ein Kissen unter deine rechte Gesäßhälfte ablegen, wenn das für dich passt. Lass deinen linken Oberschenkel nach unten sinken. Deine Hände gut geerdet, richte dich vom Brustbein her nach oben auf, den Nacken lang, die Augen gern sanft geschlossen. Hier bleibe für die angenehme Dehnung in der rechten Gesäßhälfte, im linken Hüftbeuger nochmal. Wenn du hier weitergehen möchtest, in eine gedrehte Taube, winkel dein linkes Bein an, greif mit der rechten Hand deinen linken Fußrücken, zieh deine rechte Schulter nochmal nach hinten, öffne dich zur rechten Seite, nimm den Blick mit und spür, wie die Dehnung noch ein wenig intensiver wird in deiner linken Oberschenkelvorderseite, deinem Hüftbeuger. Hier bleibe ein paar tiefe Atemzüge. Löse langsam wieder auf. Linkes Bein wieder ausstrecken. Rechtes Bein zurückholen in den Vierfüßler. Streck dein rechtes Bein jetzt aktiv nach hinten aus. Schieb die Ferse aktiv vom Körper weg. Spür die Dehnung in der rechten Wade. Schick den Atem dorthin. Löse wieder, bring den rechten Fuß weit nach links außen und lass den Blick folgen. Dein Blick will zu deinem rechten Fuß auf der linken Seite. Zieh die rechte Schulter aktiv nach vorne, spann dich so wie ein C-Bogen auf. Spür eine schöne Öffnung auf der rechten Flanke. Den Atem tief dorthin fließen, in die Dehnung. Und von hier löse wieder auf. Komm zurück in den Vierfüßler. Für ein Katzendreieck stell den rechten Fuß nach außen hin auf, Fußsohle auf der Matte. Erde die linke Hand gut. Einatmen, öffne dich, rechte Hand geht nach oben, Blick geht mit. Ausatmen, tauch unter der linken Schulter hinweg. Rechte Schulter gerne abgelegt, rechte Wange gerne abgelegt. Schau, was für dich möglich ist und passt. Linke Ellenbogen darf sich gerne anwinkeln. Ein, öffne dich wieder. Komm in die
Drehung und aus. Tauch wieder unter der linken Schulter ab. Mach das noch dreimal im eigenen Atemrhythmus. Deine drei Runden hast, komm wieder in den Vierfüßler zurück. Für die andere Seite. Zuerst in die Taube, bring dein linkes Knie nach vorne zwischen deine Hände, rechtes Bein nach hinten ausgestreckt, Fußrücken abgelegt. Richte dich im Oberkörper auf. Brustbein schiebt nach vorne, die Hüfte bleibt gerade ausgerichtet. Lass den Atem hier tief werden, die Augen gerne schließen. Wenn du weitergehen möchtest, beug dein rechtes Knie an, fass es mit der linken Hand. Nimm den Blick auch gerne mit, wenn es für dich noch passt. Spür die Intensivierung im rechten Oberschenkel. Schöne Dehnung für deinen Hüftbeuger. Noch ein Atemzug hier und dann löse wieder auf. Streck dein rechtes Bein aus, erde die linke Hand, komm wieder in den Vierfüßler zurück. Streck dein linkes Bein jetzt nach hinten weg, schieb die Ferse vom Körper weg. Spür die Dehnung in der linken Wade. Bring den linken Fuß weit zur rechten Seite rüber. Lass den Blick nach rechts folgen zum linken Fuß. Spür die Öffnung in der linken Flanke. Schick den Atem dorthin. Noch ein Atemzug hier. Löse wieder auf für das Katzendreieck. Bring den linken Fuß weit zur Seite nach außen. Fußsohle geerdet. Rechte Hand gut geerdet. Heb mit der nächsten Einatmung den linken Arm nach oben in die Öffnung und aus. Unter der rechten Schulter tauche ab. Ein wieder in die Öffnung. Aus. In die Drehung nach rechts. Mach das in deinem eigenen Atemfluss. Für noch drei weitere Runden. Eine schöne Übung zur Mobilisierung deiner Brustwirbelsäule für deinen Schulter-Nackenbereich. Wenn du deine drei Runden hast, beende wieder im Vierfüßler. Komm hier an. Dann geh noch einmal in den herabschauenden Hund laufen, dann in die Vorbeuge nach vorne, kommen wieder in den Stand.
Stell deine Zehen auf, drück dich mit dem nächsten Ausatmung nochmal in einen schönen herabschauenden Hund, lass die Wirbelsäule nochmal ganz lang werden, seine Knie weit angewinkelt, wenn nötig. Oberarme nach außen rotiert, Daumen, Zeigefinger, Kleinfingerballen schiebt in die Matte. Brustbein will zu deinen Knien. Die Wirbelsäule wirklich lang werden lassen, die Wirbelkörper auseinanderziehen, Raum schaffen für deine Bandscheiben. Gerne sag mal ja, sag mal nein mit deinem Kopf. Alle Gedanken einmal rausschütteln. Wenn du noch Kapazität hast, werd nochmal für ein paar Atemzüge ganz still. Ganz langsam lauf mit deinen Füßen nach vorne oder auch mit den Händen nach hinten zu deinen Füßen. Komm in die Vorbeuge, lass deine Knie nochmal weit angewinkelt. Ganz locker lass dich mit deinem Oberkörper über den angewinkelten Knie nach unten sinken. Gerne nochmal hier bleiben, den Kopf sanft nach rechts, nach links schaukeln. Atem fließt. Wir gehen weiter in den Stuhl. Ausatmen, lass dein Gesäß noch tiefer nach unten sinken. Einatmen, heb deinen Oberkörper und die Arme mit an. Komm in Utkatasana, den Stuhl. Deine Knie hinter deinen Zehen. Gesäß tief. Oberkörper aufgerichtet, halt hier. Drei tiefe Atemzüge. Spür die Aktivität in deinen Beinen und Rückenmuskeln. Mit der nächsten Ausatmung lass dich nochmal nach unten sinken, in die Vorbeuge, Knie gern wieder weit angewinkelt. Lass den Kopf hier nochmal sinken. Tiefen Atemzug nochmal hier, ausatmen, lass dein Gesäß wieder tief sinken, ein, heb Oberkörper, deine Arme an, komm nochmal in den Stuhl, auch hier bleibe nochmal, zieh ganz aktiv deine Schulterblätter nochmal Richtung Wirbelsäule zusammen, lächle und mit der nächsten Ausatmung richte dich auf. Drück deine Fußsohlen fest in die Matte. Senk deine Arme nach unten ab. Roll ein paar Mal ganz sanft deine Schultern nach oben zu den Ohren und weit nach hinten unten. Mach das ein paar Mal ganz genüsslich. Wir gehen weiter in das Dreieck Trikonasana. Bring deine Füße gern eine Beinlänge weit auseinander. Deine Füße parallel zueinander, die Außenkanten. Großzehen zeigen leicht nach innen. Zieh dein Steißbein nochmal nach unten, dein Schambein nach oben. Richte dich auf in der Wirbelsäule. Mit der nächsten Einatmung bring den rechten Arm weit nach oben Richtung Ohr. Ausatmen, beug dich nach links. Drück die rechte Außenfußkante fest in die Matten. Die rechte Fingerspitzen wollen zur Seite raus, so als ob du zwischen zwei Scheiben eingeklemmt bist, ganz gerade. Öffne nochmal die ganze rechte Flanke. Den Atem dorthin fließen. Mit der nächsten Einatmung richte dich langsam wieder auf, schenk dir nochmal Länge und ausatmend
senk den rechten Arm nach unten ab. Mit der nächsten Einatmung heb den linken Arm nach oben Richtung Ohr. Aus, beug dich nach rechts. Linke Außenkante vom Fuß fest in die Matte. Geschoben, die linken Fingerspitzen wollen zur Seite raus. Auch hier atme nochmal ganz bewusst in die linke geöffnete Flanke hin. Einatmend löst wieder auf, schenkt dir nochmal Länge und ausatmen, lass den linken Arm nach unten sinken. Ein, richte dich nochmal auf und aus, komm nochmal sanft Wirbel für Wirbel in eine gegrätschte Vorbeuge. Lass dich nochmal so weit nach unten sinken, wie es dir gut tut. Gerne auch die Knie ein wenig anwinkeln, wenn du merkst, im unteren Rücken wird es zu viel. Lauf hier gerne nochmal nach rechts zu deinem rechten Fuß, so weit wie möglich. Gerne noch einmal im Kreis herum. Klappt leider nicht. Dann doch wieder zurück zur linken Seite laufen. Tippel, tippel, tippel. Wieder über den linken Fuß so weit wie möglich nochmal rausziehen. Langsam wieder zurück zur Mitte, hier nochmal sinken lassen. Dann roll dich Wirbel für Wirbel wieder langsam auf oder bring auch gern die Hände auf, deine Knie leicht angewinkelt. Komm so nach oben, mach dich nochmal ganz lang. Oben angekommen, bring die Arme nochmal über die Seite nach oben. Streck und räkel dich nochmal, so als ob du ein paar Äpfel pflücken wolltest vom Bauch. Nicht vom Baum, vom Baum. Und genug geregelt, dann lass die Arme wieder nach unten sinken. Komm mit den Füßen zickzack wieder zur Mitte zurück. Komm nochmal in die Berghaltung. Hier nochmal die Verbindung von deinen Fußsohlen zum Boden. Richte dich nochmal auf in der Wirbelsäule. Nun ganz langsam komm in die Rückenlage auf deiner Matte. Für die letzte Asana vor Shavasana, den unterstützten Schulterstand. Nimm dir gerne eine gefaltete Decke oder dein Kissen. Stell deine Füße vor deinem Gesäß auf, hüftbreit. Die Arme neben deinem Körper. Heb einatmen nochmal dein Gesäß nach oben. Schieb dein Kissen unter dein Gesäß. Wenn du möchtest, na klar, auch jederzeit geh in den aktiven Schulterstand, wenn das für deine Halswirbelsäule okay ist. Wenn du im Unterstützten bist, zieh ein Knie nach dem anderen zum Körper hin, streck deine Beine ganz sanft, ganz locker nach oben aus. Den Nacken lang. Stirn, die Augen, Gesicht entspannt. Die Füße ganz locker, die Zehen ganz locker. Der Atem fließt tief in den Bauchraum. Hier verweile für ein paar Minuten ganz bewegungslos. Jederzeit, wenn du merkst, mir langt's hier, löst die Asana wieder auf und geht zurück in die unterstützte Schulterbrücke.
Nun komm langsam wieder aus der Stellung heraus. Sink einen Fuß nach dem anderen ab. Stell ihn vor deinem Gesäß auf. Bleib gern noch für 3 tiefe Atemzüge in der unterstützten Schulterbrücke. Spüre nochmal die Öffnung in der ganzen Körpervorderseite. Sanfte Öffnung, je nachdem, wie hoch dein Kissen ist. Mit dem nächsten Einatmen heb dann dein Gesäß nochmal nach oben an. Zieh dein Kissen heraus, roll Wirbel für Wirbel wieder nach unten. Gerne zum Ausgleich, bevor du in Shavasana gehst. Hol deine Knie nochmal ran, mach ein paar Kniekreise, schaukel nach rechts, nach links oder vielleicht möchtest du auch nochmal ein paar sanfte, dynamische Krokodile praktizieren. Die Arme seitlich vom Körper abspreizen, die Knie sanft nach rechts, nach links schaukeln lassen. Schau, was dir vielleicht noch für eine Bewegung fehlt, vielleicht auch noch eine Asana. Und dann komm langsam in Shavasana an. Nimm dir die Hilfsmittel, die du brauchst, um angenehm, bequem für ein paar Minuten liegen zu können. Deine Füße entweder ausgestreckt, vielleicht auch eine gerollte Decke oder ein Bolster unter deinen Kniekehlen oder auch die Füße vor deinem Gesäß aufgestellt. Wenn du die Füße aufgestellt hast, Füße ein wenig weiter auseinandergeben und die Knie in der Mitte zusammensinken lassen. Wenn du die Füße ausgestreckt hast, lass die Zehen nochmal locker nach außen sinken. Die Arme seitlich vom Körper abgespreizt, die Handflächen nach oben gedreht. Die Finger locker eingerollt. Und hier, komm an. Deine Stirn ganz glatt und kühl. Die Augen sanft geschlossen. Die Augenlider ganz weich. Der ganze Kieferbereich entspannt. Zahnreihen liegen locker übereinander, berühren sich nicht. Auch die Zunge im Mundraum liegt hinter deinen oberen Schneidezähnen ganz entspannt. Dein Atem fließt ruhig und gleichmäßig wie von alleine. Mit jeder Einatmung hebt sich die Bauchdecke, mit jeder Ausatmung sinkt sie sanft nach innen ein. Geh nun auf eine kleine Reise, gedanklich. Stell dir vor, du stellst dich unter einen glasklaren, reinen Wasserfall. Das Wasser hat eine ganz angenehme Temperatur für dich. Mach dir erst einmal deine Hände nass. Streich dir das Wasser ganz sanft über dein Gesicht.
gehst du weiter ein Stückchen unter den Wasserfall, lässt deine Arme, deinen Oberkörper immer weiter. Traust du dich ein Stückchen mehr unter das schöne, glasklare, fließende Wasser. Bis du letztendlich ganz unter dem Wasserfall stehst. Das ist ein besonderer Wasserfall. Der Wasserfall reinigt jede Zelle deines Körpers. Er nimmt alles Alte, Verbrauchte, Belastende mit nach außen. Stell dir vor, wie der Wasserfall über deinen Kopf, über deinen ganzen Stirnraum fließt, über deine Wangen, weiter über deine Schultern, über deinen ganzen Oberkörper, durch deinen Beckenraum, in deine Beine, bis zu deinen Füßen fließt, über die Zehen wieder nach außen, fließt auch über deine Schultern, in deine Arme hinein, bis zu deinen Fingerspitzen. Er nimmt alles Alte, Verbrauchte, alle Unreinheit, alle Gedanken einmal mit nach draußen. Und so verweile unter deinem angenehmen Wasserfall. Stell dir vor, wie dein Wasserfall, vielleicht hat er auch eine Farbe. Jede Zelle deines Körpers wieder erfüllt mit neuer Energie, Lebensfreude. Was immer du dir auch vorstellen möchtest. Lass es durch den Wasserfall durch dich hindurch fließen.
nun lass den Wasserfall dich einhüllen, wie eine Schutzhülle. Lass ihn über dich fließen, wie ein kleiner Kokon. Dich beschützt vor negativen Energien, schlechten Umwelteinflüssen, schlechten Gedanken. Wähle auch hier gern eine Farbe für deine Schutzhülle. Ganz eingehüllt, aufgetankt mit neuer Kraft, Energie, Lebensfreude, trittst du langsam wieder aus deinem Wasserfall heraus. Tiefe langsam wieder deinen Atem, wenn du möchtest, zu Hause. Recke, strecke, bewege dich. Schüttel gerne einmal deine Wassertropfen von dir ab. Räkel dich, streck dich, mach, was dir gut tut. Komm gerne ganz langsam nochmal nach oben zum Sitzen, wenn du möchtest. Richte dich nochmal auf, gerne auf einem Kissen und komm hier nochmal ganz bei dir an. Werd nochmal für ein paar Atemzüge ganz still, ganz bewegungslos. Spür hier nochmal in deinen Körper hinein. Wie fühlt es sich an nach der Stunde? Wie fließt dein Atem? Bring die Hände nun gerne nochmal vor deinem Herzraum zusammen. Bedank dich bei dir, dass du dir Zeit genommen hast, bis am Ende die Yogastunde mitzumachen. Freut mich natürlich. Wenn dir die Stunde oder meine Videos gefallen, gerne gib mir einen Daumen hoch oder abonniere meinen Kanal. Ich würde mich freuen.
Und auch würde ich mich da klar freuen, wenn wir uns irgendwann dann doch mal wieder live im Yoga-Raum sehen können. Bis dorthin, hab eine gute Zeit. Alle Wesen auf allen Ebenen Glück und Harmonie erfahren. Shanti, Shanti, Shanti.